Hallo und herzlich willkommen bei den Montessori-Lernwelten. Heute geht es, wie Sie sehen können, um das menschliche Gebiss. Das menschliche Gebiss ist ein wahres Wunderwerk und sehr wichtig für unser Leben. Warum? Nun, es ist wichtig für unser Aussehen. Das merken wir, wenn wir mal vielleicht im Süden Urlaub machen und die Menschen Zahnlücken haben. Das ist für uns sehr irritierend. Es ist wichtig zum Genießen, zum Essen, denn wenn wir nicht so viel und genüsslich kauen könnten, dann würde uns auch die Nahrung nicht so gut schmecken. Zum Beispiel Tiere, Seehunde, die die Fische ganz runterschlingen, haben bestimmt nicht so lange und so gut den Genuss. Und natürlich sind die Zähne ganz wichtig für die Gesundheit. Es hängt alles mit allem zusammen und auch zum Beispiel die Gesundheit unserer Zähne hängt zusammen mit der Gesundheit unseres Zahnfleisches und das kann sich dann im Körper weiter fortsetzen. Wir haben hier ein anatomisch genaues Modell des menschlichen Gebisses und zwar des Gebisses eines Erwachsenen. Wir können hier sehen, dass also auch die Kauflächen der Backenzähne anatomisch korrekt dargestellt wurden. Eine dicke Zunge. Und es lässt sich bewegen und eben auch wie in der Realität die beiden Kiefer, Ober- und Unterkiefer, miteinander verschieben und dadurch eben die Nahrung klein mahlen. Das menschliche Gebiss, also das Gebiss eines Erwachsenen, hat 32 Zähne. Hier allerdings ohne die Weisheitszähne dargestellt. Genau, die kommen da noch ganz hinten, wenn sie kommen überhaupt. Meistens machen sie nur Ärger, wenn sie kommen. Und das Kindergebiss hat überhaupt nur 20 Zähne, also das Milchgebiss. Und ein Neugeborenes hat gar keine Zähne, weil es keine braucht, weil es nur Milch trinkt. Die kommen dann im Lauf der Jahre. Ja, es gibt zu diesem schönen Modell auch eine Arbeitskartei, die sehen Sie hier. Da werden also nochmal die einzelnen Zähne genau beschrieben und auch in ihrer Funktion erläutert. Das jetzt mal ganz kurz für Sie. Wir haben also in der Front die Schneidezähne, jeweils 4 Schneidezähne. Im Oberkiefer sind die mittleren Schneidezähne sehr groß, im Unterkiefer sind die ziemlich klein. Und wir haben im Unterkiefer genauso wie im Oberkiefer Eckzähne. Und das sind sehr interessante Zähne. Manchmal schauen die ja so Dracula-mäßig aus bei manchen Tieren. Und wir hatten auch mal so Zähne. Aber dadurch, dass wir nicht mehr so viel rohes Fleisch reißen müssen, haben wir also inzwischen doch etwas abgemilderte Eckzähne. Genau. Aber wenn Sie mal schauen, bei Affen zum Beispiel, das sind noch so richtige Hauer. Genau, dann gibt es beim Erwachsenen, ich zeige Ihnen das mal von der Seite, gibt es hier die Prämolaren, das heißt die Vormahlzähne. Also das Essen wird erst geschnitten durch die Schneidezähne kommt dann und durch die Eckzähne, kommt dann zu den Vormahlzähnen, dann wird es also grob zermahlen. Und dann wird es weiter hintergeschoben sozusagen zu den großen Backenzähnen. Der größte Zahn, den wir haben, ist hier der große Backenzahn, der Sechser. Der hat als einzigster auch 3 Wurzeln. Das ist zum Beispiel auch in der Arbeitskartei schön beschrieben, wie die Wurzeln der Zähne aussehen und wie wichtig die Wurzeln für die Funktion der Zähne sind. Also einfach natürlich für die Festigkeit und Stabilität. Leider Gottes können diese Wurzeln auch furchtbar wehtun und wir kennen das, glaube ich, alle. Der Gang zum Zahnarzt ist nicht so beliebt und deswegen ist es ganz toll, wenn wir den Kindern rechtzeitig zeigen können, wie wertvoll eine gute Zahnpflege ist. Ja, das war jetzt, glaube ich, das Wichtigste in Kürze.
Jetzt komme ich zum absoluten Highlight. Moment. Jetzt wird nämlich dieses überdimensionale Modell mit einer überdimensionalen Zahnbürste geputzt. Versucht es hier mal. Ist also schön, wenn wir in kreisenden Bewegungen putzen und immer vom Zahnfleisch zum Zahn hin, damit das Zahnfleisch am Rand nicht verletzt werden kann. Es ist Geschmackssache, ob Sie mit der Hand putzen oder lieber mit einer elektrischen Zahnbürste. Wichtig ist, dass Sie dabei aufmerksam sind und schauen, dass Sie also möglichst überall hinkommen und da, wo Sie nicht hinkommen, zwischen den Zähnen, in den Zahnzwischenräumen, da kommt dann die Zahnseide hin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen eine gute Zahngesundheit.